Blauäugige werden getötet. Westliche Experten verwenden rassistische Ausdrücke im Ukraine-Krieg. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed. Also in so Krisenzeiten zeigt sich oft auch das wahre Gesicht von vielen Menschen, von Regierungen, von Medien etc. Deswegen zeigt Menschlichkeit, zeigt Herz und hört auf mit so einer Scheiße. Hört auf, die Leute gegeneinander aufzuhetzen. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Warte, ein bisschen ausrichten hier. Die Ausricht, die Vibes. Ausrichte denn mal. Yes. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Die Sonne ist am Schein. Sun is burning, motherfucker. Ah, das ist so schön. In den letzten Tagen gab es echt so viel Sonne. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Ich bin hier gerade auf einem Feld quasi. Hinten im Hintergrund ist wieder die Aller. Und auf der anderen Seite sitzen sogar ein paar Leute und sind am Angeln. Hat mich ein bisschen an früher erinnert. Angel it in, man. Hashtag angeln in die Kommentare, wenn ihr Angeln auch gefeiert habt. So. Müsste man eigentlich mal wieder machen. Ist eine sehr entspannte Nummer. Man kommt so ein bisschen runter. Man muss Geduld bewahren. Yes, aber das ist heute nicht das Thema vom Video. Und zwar habe ich vorhin beim Kaffee trinken, habe ich mir einen Bericht durchgelesen über die Berichterstattung bezüglich dem Ukraine-Konflikt, gerade von den westlichen Medien. Und ich habe gedacht, ich widme dem ganzen Thema ein ganzes Video, weil ich meine Community auf ein paar Dinge aufmerksam machen möchte. Aber bevor wir jetzt schon in die Thematik reingehen, werde ich erstmal euch den Bericht vorlesen. Und ja, wie immer, ey, ich bin offen für Diskussionen. Schreibt eure Meinung zu der ganzen Thematik in die Kommentare rein. Diskutiert miteinander, sprecht miteinander, beleidigt euch nicht. Geht nicht unter die Gürtellinie, werdet nicht zu vorwürfig oder so. Das ist hier ein Video und auch eine Plattform, um miteinander zu reden. Ja? Wir, ich und meine Community, wir stehen dafür, dass wir uns auch gerne Meinungen von anderen anhören. Solange es einen gewissen Respektlevel beibehält, bin ich auch offen für Diskussionen. Und ich finde es auch gut, wenn man miteinander redet, anstatt sich gegenseitig fertig zu machen. Ich küsse euer Herz. Wir gehen in den Bericht rein. Parse Today, und zwar schreiben die, Blauäugige werden getötet. Westliche Experten verwenden rassistische Ausdrücke im Ukraine-Krieg. Während der Konflikt in der Ukraine weiter tobt, verwenden einige westliche Medienexperten rassistische Ausdrücke, um ihre Trauer darüber auszudrücken, dass Blauäugige und Blonde in einem europäischen Land getötet werden, das Irak und Afghanistan so unähnlich ist. Der leitende Auslandskorrespondent von CBS News, Charlie D. Agata, der am Freitag live aus Kiew berichtete, drückte seinen Schock darüber aus, dass sich in Osteuropa Kriege entfalten und deutete an, dass die Ukraine zivilisierter sei als der Irak und Afghanistan, wo die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten eine Spur des Todes und der Zerstörung hinterließen. Das ist so, ja, es ist so traurig, dass da gespaltet wird, dass ein Menschenleben für manche Leute einfach weniger wert ist als ein anderes Menschenleben. Das ist einfach nicht nice und es ist die komplett falsche Message, vor allen Dingen von Medien. Weißt du, wie ich meine? So, also von Medien erwarte ich eine neutrale Berichterstattung. Und selbst wenn du, Typ, der du jetzt da bist als Experte und einen Bericht raushaust oder live bist oder sowas, dann ey, dann tu wenigstens so, als ob dir jedes andere Menschenleben genauso viel wert ist, wie ein blauäugiges, blondes Menschenleben. So, weißt du, was ich meine? Das ist so krank, Digga. Die Ukraine ist kein Ort bei allem Respekt wie der Irak oder Afghanistan, an dem seit Jahrzehnten Konflikte toben, sagt er und fügte hinzu, dies ist eine relativ zivilisierte, relativ europäische, ich muss diese Worte sorgfältig wählen, auch Stadt, wo man das nicht erwarten oder hoffen würde, dass es passieren wird. Ich für meinen Teil muss sagen, dass es egal ist, an welchem Ort Menschen sterben, Bomben fallen, Krieg ausbricht. Jedes Menschenleben ist für mich gleich viel wert und es ist, egal wo es passiert, für mich auch genauso traurig. Und ich finde, wir sollten das nicht
abhängig davon machen, wie weit die von uns weg sind, welche Religion die haben, welche Hautfarbe die haben, sondern einfach, dass es Menschen sind. So. Und deswegen möchte ich das Video auch machen, weil ich den Leuten sagen möchte, lasst euch von dieser Spaltung und von diesem Zwei-Klassen-Thema, dass so und so Menschen, die so und so aussehen, dass die mehr wert sind und Menschen, die so und so aussehen. Und ja, im Irak und Afghanistan, das sind ja Terroristen, das sind ja Moslems, das ist ja alles okay und so. Wenn die sterben, ist nicht so schlimm und so. Lasst euch davon nicht beeinflussen. Versucht euch wirklich davon nicht beeinflussen zu lassen, weil das ist einfach eine falsche Message so. Eine falsche Message. Eigentlich sollten die da stehen und sagen, dass es egal wo, in welchem Land auf der Erde Menschen sterben, dass es traurig ist und dass Kriege nichts Gutes sind. So. Und dann hat noch ein zweiter Analyst vom BBC dann diesen Satz hier rausgejobbt. Ein Analyst, der bei BBC auftrat, sagte auch, die Ukraine-Affäre sei sehr emotional für mich, weil ich sehe, wie Europäer mit blauen Augen und blonden Haaren getötet werden. Das ist eine Aussage, die wirklich so in den westlichen Medien rausgehauen wurde. Ja? Also in Englisch ist it's very emotional for me, because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed. Aber es muss ja Hintergründe haben, warum dieses Spiel so getrieben wird. Ich will einfach nur hier auf dem Kanal dafür stehen, dass jeder einzelne Mensch auf dieser Welt, jedes Lebewesen auf dieser Welt einen Wert hat. Und dass dieser Wert nicht abhängig davon ist, welche Hautfarbe man hat, welche Religion man hat, in welcher Region man geboren ist, was für Vorfahren man hat, das ist scheißegal. Mensch ist Mensch, jeder Mensch ist gleich viel wert. Und ich finde es traurig, dass in den Medien so berichtet wird, dass es Menschen gibt, die weniger wert sind und Menschen gibt, die mehr wert sind. Das ist einfach Kacke. Und gerade von der westlichen Welt, die sich ja immer als so fortschrittlich hinstellen und sagen, wir sind so weit vorne und die im Nahen Osten, die sind so weit hinten und deswegen sind die auch nicht so viel wert. Dann zeigt das doch mal, indem ihr auch so berichtet und indem ihr sagt, dass wir alle gleich viel wert sind. So. Wenn ihr so fortgeschritten seid. Wenn das wirklich euer Anliegen ist, so. Zeigt Menschlichkeit, zeigt Herz und hört auf mit so einer Scheiße. Hört auf, die Leute gegeneinander aufzuhetzen. Genauso auch habe ich Berichte schon gelesen, wie jetzt irgendwie russische Mitbürger auch teilweise in Deutschland schon zu spüren bekommen haben, dass gerade eine gewisse Stimmung gegen den Russen gemacht wird. Und das ist auch eine Sache, die macht mich extrem traurig und die nimmt mich mit. Weil ich wurde selber als Kind schon rassistisch verfolgt. Aufgrund meiner Hautfarbe, aufgrund meiner Herkunft, obwohl ich in Deutschland geboren bin, meine Mutter deutsch ist und meine ganze Seite, also Mutterseite von der Familie ist komplett deutsch und ich habe trotzdem zu spüren bekommen, dass ich anders aussehe. So, weil ich eine andere Hautfarbe habe. Und dann, wenn ich höre, dass jetzt schon irgendwie russische Kinder gemobbt werden, dass irgendwelche Russen angesprochen werden oder irgendwie dumm angemacht werden, weil sie Russen sind, so. So, was können die denn dafür, was die Politik in Russland fabriziert? So, es ist nicht gerechtfertigt und es ist auch nicht okay. Und die Medien senden das falsche Signal, wenn sie die Menschen in zwei Klassen aufteilen. Das ist einfach ein falsches Signal. Ich habe auch gehört, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe an der Grenze anders behandelt wurden, wo sie geflüchtet sind aus Ukraine, weil in der Ukraine sind natürlich auch Menschen mit einer dunklen Hautfarbe. So, ne? Und die wollten natürlich auch flüchten und die wurden dann anders behandelt, als die Menschen, die eine weiße Hautfarbe haben. Und das sind so Kleinigkeiten, das sind so Dinge, die in so einem großen Konflikt vielleicht nicht so, ja, so groß gemacht werden oder nicht so, für viele nicht so relevant sind. Aber ich finde, die Kleinigkeiten, in so Krisenzeiten zeigt sich oft auch das wahre Gesicht von vielen Menschen, von Regierungen, von Medien etc. Deswegen guckt euch das an. Das sind Dinge, die passieren auf Nebenschauplätzen und werden vielleicht klein gehalten, aber ich will diesen Dingen Aufmerksamkeit schenken, weil das sind Dinge, wo du siehst, wie die Menschlichkeit einfach flöten geht. So. Und das sollten wir einfach nicht mitmachen. Ich möchte, dass wir alle hier als Community und die das Video schauen, hoffentlich auch, der Meinung sind, dass Mensch Mensch ist, egal welche Herkunft, Hautfarbe oder Religion er hat. So. Und ja, es ist halt wirklich ein Thema, was mir auch ans Herz geht, weil ich halt auch mich in letzter Zeit viel mit afrikanischer Geschichte auseinandergesetzt habe. Und in dem Fall, da wurde auch viel getan und gemacht von Medien, von Büchern etc., wurden halt auch die dunkelhäutigen Menschen auf dieser Welt einfach schlecht dargestellt. So.
wo man auch im Nachhinein nachvollziehen kann, dass das auch eine Art Propaganda, eine Art Plan war, diese Menschen als zweite Klasse hinzustellen. So, da kann man auch gerne nochmal ein separates Video drüber machen, schreibt es gerne in die Kommentare rein, weil die Historie der Schwarzen und die Historie von Afrika muss auch aufgearbeitet werden. Da sind viele Dinge, die die meisten Menschen von euch draußen gar nicht wissen und auch wahrscheinlich nicht wissen sollten. Aber die Informationen gibt es mittlerweile. Durchs Internet sind sehr viele Informationen in die Richtung nach oben gekommen. Und es ist auch möglich für uns, diese Informationen uns zu ziehen und reinzuziehen und anzugucken und uns Gedanken zu machen, unseren eigenen Menschenverstand anzuschalten und zu sehen, was wirklich halt passiert. So. Das ist eine Art, also ist auch ein Teil meiner Mission, Menschen ein bisschen so zum Nachdenken anzuregen. Schreibt, wie gesagt, eure Meinung zu der ganzen Thematik in die Kommentare rein und vergesst nicht, Mensch ist Mensch. Ist egal, wie er aussieht, wo er herkommt. Es ist einfach egal. Wir sind alle Menschen, wir bluten am Ende des Tages alle gleich und wir wollen auch eigentlich alle nur Liebe. Deswegen schreibt, macht gerne nochmal ein Herz in die Kommentare rein, lasst ein bisschen Liebe spreaden. Ich küsse euer Herz, be unique, dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace it out, man. Skrrr.